Schwert gerade eingesteckt, du Sack. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Oh oh. Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du... Ach du Scheiße. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wascher Wolf. Nein. Das war so klar. Dass der was passiert. Und das war nur ein Traum. Die Migrim Straßen nach Visima. Na, Visima kennen wir aus dem ersten Teil. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Visima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch.
Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Oha. Monster. Das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land und die er verschont leben ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über den Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Okay. Silberschwert kriegen wir jetzt wie? Haben wir wohl schon ausgerüstet oder was? Diesmal automatisch ausgerüstet. Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Du kannst Vitalität regenerieren. Oder mehr auftauchen. Indem du isst oder trinkst oder mehr mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen, Todesmarsch juckt uns nicht. Kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen und während des Kampfes rasch drauf zugreifen. Drücke R oder F, um sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke R, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Drücke X, um dein Pferd zu dir kommt. Ghoulblut. Könnte man gebrauchen. Monsteraugen können wir bestimmt essen. Oh, eine Pusteblume. Die Frucht können wir bestimmt auch verspeisen. Schön erstmal looten. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Hexe sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler, über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf seinen Pferd Plätze verlassen. Drücke X, um Plätze zu rufen. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Und schalt links, um zu kantern. Da können wir schneller ran, schneller reiten. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovidsreich, meinst du? Temerien und Edirne gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wieder zu stellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Kannst du nicht mehr galoppieren. Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Okay, weinen da. Leute, halten wir nicht an. Okay, wir reiten weiter. Juckt uns nicht, warum die weinen.
Ja, später noch hinkommen. Den Krieg wahrscheinlich. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Aha. Da wird wohl ein Pferd von einem Monster gefressen. Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. 50 Kronen. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Was geht dich das an? Naja, weißt du, hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Wolf? Einmal aufstellen, bitte. Auf geht's. Lauf, Plätze! Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Besiedelte Gebiete. Monster irre machen. Du näherst dich einem Dorf. Störe dir dessen Frieden nicht. Denke daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht. Und sehen es auch nicht gerne, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter an Siedlungen und Dörfern, Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit diesem Symbol markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Tun wir. Ein bisschen Met für die Herren. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht.
Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Gibt's hier Ärger oder was? Was? Hexer? Und was denn gegen? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Musst du auch nicht. Hau doch ab. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf's was zu trinken sein? Mhm. Die Option, die mit dem Geldbeutelsymbol markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Aha. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Kauf und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Doppelklicke auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Escape, um das Handelsfenster zu schließen. Mhm. Nilfgaardischer Zitronenwodka. Mhm. Kirschlikör, Raunenlikör, Alchemiezutat, Alkohol, Alkohest, Verzehrbares, jetzt kommt dieses Verzehrbares, Kala, Pfefferlocker, Wodka, Wasserflasche, Kuhmilch, okay, ich schätze mal das hier. Und wie viel Geld haben wir denn? 300 haben wir. Äpfel ist noch nicht schlechtes. Utilitätsrennegrad Generation 50. Mhm. 80. Hätte ich gern. Zwei Brote. Hühnchen, Hühnerbein. Ich bin blank. Quintkarte. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wieder erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen.
trinke auch mal ein Stückchen vom Silvester-Sekt. Ja, da ist durch die letzte. Das ist klar. Ich habe genug Point and Click gespielt. Die letzte Aktion beendet man immer die. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Danke. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Die Schwarzen vermessen die Flieder und Stachelbeeren. Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehst okay, Sekunde. Du um unser Land lass dich mal kurz reden. Leuten zu geben. Wo wir hier schon mal in der Taverne sind, weil ich mir auch mal was essen, alles zu essen vom Tisch. Silvester Snacks. Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Bis später, Wesemir. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Bei Optionen, die mit einem Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Aktie sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fähigkeitstäuschung und im Charakterfenster. Mhm. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist.
ja, da haben wir ja schon was erfahren. Ich weiß nicht, ob ich noch bekomme, mit denen weiterzureden. Verschwinde! Wir reden nicht mit dir! Brauchst du sonst noch was? Die Elsa. Das ist dumm. Magst du das Gesetz Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volkest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Na dann. Leb wohl. Mit der Katze reden. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, ich habe keine Zeit, es zu lernen. Hast noch nicht gelernt. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Dialoge gewinnt. Durch Optionen, die mit dem Kartensymbol markiert sind, wird eine Gewinnpartie gestartet. Na dann. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so.